Ja, hallo, liebe Freunde. Ihr seht, es schneit beim Bauerhaus. Und was seht ihr da im Hintergrund? Ein Schweizer Traktor. Ein Hürlimann. Mit Schneeketten montiert. Cool, der kann dann fahren. Ja, guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Was läuft da beim Mauerhaus heute? Freitag, 15. Januar. Ihr seht, es schneit wieder. Wir hatten Schnee, dann hatten wir Regen, gestern ganzer Tag und jetzt beginnt es wieder zu schneien. Und ja, meine Kühe sind ein bisschen rausgesperrt. Sie können nicht rein, aber gerade frisch gestreut. Und ich lasse sie jetzt da noch eine halbe Stunde draußen, bevor ich wieder öffne. Es ist jetzt 10 von 9, nach gehe ich Kaffee trinken. Und nach dem Kaffeetime werden die Kühe Stalltüren wieder geöffnet, dass sie reinkommen. Ja, jetzt gehe ich noch die Numa suchen. Ich denke, sie ist da unter dem Haus. Können wir zusammen Kaffee trinken. Oh, ein Mäusebussard. Ja, der Bauerhaus macht viel Homeoffice. Buchhaltung fertig gemacht. Alle Belege und alles sortiert, eingeordnet und zum Fertigstellen auf die Agrotreuhand in Zollikofen gebracht gestern. Einen Vorvertrag. Kaufvertrag haben wir auch bekommen, den wir dann zusammen anschauen wollen. Und dann denke ich noch ein paar Korrekturen anbringen. Ja, und geplant ist ab nächste Woche Holz fällen. Dann geht es wieder richtig los draußen. Am 21. Januar wollen wir Holz hacken, hier wieder füllen, ca. 100 Kubikmeter Schnitzel machen. So, Ablaufschacht in die Güllegrube reinigen. Hier läuft Flüssigkeit, alles in die Güllegrube und ist voll Scheiße. So, nach dem Frühstücksbuffet gibt es eine ausgedehnte Siesta. Die liegen alle schön im Stroh.
so in der Genossenschaft gewesen, die Nummern der Hause. Und erster Einkauf Simons Adresse gemacht. Ja, einen recht schönen guten Morgen wünscht euch der Bauerhausi. Es ist Samstag, der 16. Januar, 20 nach 7. Der Radiator läuft in meiner Werkstatt. Ein bisschen temperieren, ich halte sie auf 0 Grad oder ein bisschen darüber. Ich habe da noch eine halbe Boxe Kartoffeln, Futterkartoffeln, die dürfen nicht Frost bekommen. Ja, ich war schon mit der Numa marschieren, es war wunderschön. Wir haben eine kleine Schneeschicht, nicht so wie in der Ostschweiz, dort hat es ja geschneit wie verrückt. Bei uns, wir hatten Schnee, dann Regen und jetzt wieder Schnee. Also was es bei uns geregnet hat, hat es in der Ostschweiz alles geschneit. Ja, zum Glück auch bei minus 8 Grad ist mein Feld gestartet. Und jetzt schauen wir mal schnell in das Vario-Getriebe. Öltemperatur und Druck. Ist Temperatur, Öl ist 0 Grad, war minus 4. Druck 625 um 25 bar rum. Das bei kalter Öltemperatur von 0 Grad. Darum denke ich, ist es schon gut, auch wenn man den Vario startet, den zuerst ein bisschen laufen lassen, bevor man fährt. Und Temperatur steigt aber schnell, es ist schon 2 Grad. Ja, bei minus 8 Grad kann ich vergessen, mit Mist weg. Aber Misten geht nicht, das ist alles angefroren. Und dann gibt es bei mir immer nach einer Phase von Minustagen gibt es dann eine große Misterei nachher. Alles festgefroren. Und Schnitzelheizung läuft. Ja, wollte mal reinschauen. Ich muss Schnitzel nachfüllen. Ich habe ja da einen kleinen Seilzug, elektrischen, aber der Deckel ist angefroren. Der hebt sich nicht. So, Deckel mit ein paar Schlägen einer Gummihammers, Gummiaxt gelöst. Er hebt sich. Ja, super dringend ist es nicht. Einzig das Problem ist, wenn nicht mehr so viel Holz ist, der Kreis zum Holz holen wird lange und damit sinkt auch eigentlich die Leistung der Schnitzelheizung, weil fast zu wenig Holz zugeführt wird. Dann lasse ich dann die Zuführung schneller laufen immer. Damit das funktioniert. So, nun mal, wie ist die Nase jetzt? So, jetzt interessiert mich mal diese Funktion. Habe ich nämlich in all den 10 Jahren, den ich den Traktor habe, nicht bemerkt. Die Druck im Vario-Getriebe plus die Temperatur. Ich schmeiße jetzt ein paar Schaufeln Schnitzel
in den Bunker rein zu meiner Heizung und werde dann beobachten, wie da die Temperatur sich verändert. Öltemperatur jetzt schon 2 Grad. Heute Morgen, als ich gestartet habe, war es minus 4 Grad, die Öltemperatur. So, jetzt wird mal der Druck gefüllt. Getriebedruck. So, soll jetzt eine Runde runterfahren, Schaufel, rauffahren, Schaufel kippen. Mit der Öldruckanzeige. Das war ja gestern. Die Temperatur ist auf 10 Grad gestiegen, des Getriebeöls. Das ist noch nicht viel. Rückwärtsfahrt. Fahre auf Stufe 1, auf P1 und rückwärts. Oben angekommen. Schaufel kippen. So, genug. Genug eingefüllt, das reicht. Deckel wieder zu, es ist 20 vor 12. Der Bauerhausi beendet die Arbeiten heute Samstag. Deckel wieder runterlassen. Ja, und der Bauerhausi möchte sich verabschieden. Samstagabend, 16. Januar, 18 Uhr. Feierabend bei Bauerhausi. Habe dann noch schnell nach den Mutterkühen geschaut. Die fressen da alles in Ordnung. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.